Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Preview zur 30 Man Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ja, man kann leider keine 30 Mann jetzt hier simulieren gleich im Ring. Das würde die PlayStation zum Explodieren bringen, aber ist jetzt auch irgendwie kackegal in diesem Sinne. Wir machen hier so einen kleinen Roundtable gerade und diskutieren auch mit hier Leuten aus dem Chat, was der ganze Spaß hier bei WrestleMania eigentlich soll, außer Müll. Ja, richtig. Und ja, wir fangen jetzt hier mit dieser Andre the Giant Battle Royal an. Ja, wer da so alles drin ist, habt ihr gerade gesehen. Wir haben da noch Andre the Giant, Antonio Cesaro reingepackt, weil er ja eventuell mit dabei sein wird. Deswegen steckt er ja in der Pre-Show. Dann haben wir noch Rob Van Dam reingepackt, weil es sein könnte. Ich kenne die zwei nicht mal, die hier gerade aktuell im Ring stehen. Und dann haben wir noch reingetan Kevin Nash. Den Godfather. Der Jung und ich wissen noch gar nicht, wer im Ring steht, das ist das Beste. Ja, und das finde ich auch. Ich glaube, Jinder Mahal und Huss Slater oder so, wie die heißen. Und El Generico, a.k.a. Sami Zayn. We are a free man. Oh, Mahal, Slater. Eieiei, jetzt geht's aber los. Und da, ja, ich spoiler euch zwei, na, aber das ist mir jetzt auch egal, weil was ihr da jetzt gerade seht, interessiert mich nicht. Es sieht so aus, dass gerade eben Half Slater sich verabschiedet hat und Nummer 3 ist Christian. Aber jetzt halt kommen wir doch mal zum Thema. Denkt ihr alleine über die Idee, eine Andre the Giant Memorial Battle Royal zu veranstalten? Warum macht man nicht eine Chris Benoit Memorial Battle Royal? Oder eine Owen Hart Memorial Battle Royal? Oder eine... keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt noch andere Tote, die es verdient hätten, dass man eine Battle Royale macht. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Das ist doch nur ein Match, um die ganzen Undercarder auf die WrestleMania-Card zu bringen, damit sie sich ihren Paycheck abholen können. Deswegen interessiert mich das auch überhaupt nicht, wer da gewinnt. Das hat überhaupt kein Prestige, wer die Trophäe da gewinnt. Und ja, nur weil Hulk Hogan es angekündigt hat, interessiert mich kein Stück. Es wird auch darauf hinauslaufen, dass das Match gefühlt 5 Minuten geht, weil in den ersten 10 Sekunden 30 Leute rausfliegen, gefühlt. Ja, natürlich. Alles andere ist Zeitverschwendung. Ja, klar. Naja, wahrscheinlich wird es schon so eine halbe Stunde gehen, was kein Mensch interessiert. Ja, und das ist grausam, dass es eine halbe Stunde gehen wird. Nee, es geht keine halbe Stunde. Ich tippe mal so eine Viertelstunde maximal. Ja, allerhöchstens. Ja. Ich denke, mehr muss da auch echt nicht sein. Und ja, es ist so... Kein Juckt's. Kein Was geht eigentlich mit Jinder Mahal? Der rockt die Scheiße eliminiert weg, ne? Alle. Christian ist raus. God, the Borodos Clay ist da. Jetzt kommt jetzt der Türsteher, der ehemalige Bodyguard. Hat man irgendwie eine offizielle Bestätigung bekommen, warum das veranstaltet wird? Ja, um ihn zu ehren. Ja, um die Undercard auf die Karte zu bringen. Ja, haben die das offiziell so gesagt? Jo, wir machen eine Battle Royale, damit wir... Ja, natürlich. Unsere Kacklappen auch auf der Card kriegen. Ah, ja. Das haben die bestimmt nicht gesagt. Das Ja, aber das denken die alle da. Wer denkt das? Das denken nur Smarks, die ein bisschen Ahnung davon haben. Kein kleines Kind wird sich denken, ja, die wollten die ganzen Wrestler auf die Card packen. Na, ich find's auch ein bisschen traurig. Ich meine, weißt du, das ist ja wirklich nur Müll. Aber alles andere macht doch keinen Sinn, Mensch. Aber dann hast du halt auch Leute wie Big Show oder so, wo ich sag, Alter, so lange bist und bei WrestleMania 30 wirst du in so einer Kacke versinken, weißt du? Ich sehe doch jetzt schon, wenn der im Ring ist, da weiß ich doch schon, wie crappy der Scheiß wird, Alter. Ja, deswegen interessiert's auch keinen. Natürlich interessiert das keinen. Es hat ja wirklich keine Auswirkung, außer so eine blöde Trophäe, oder? Also es gibt ja noch nicht mal irgendwie, es gibt diese Trophäe, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, für den Sieger ein Intercontinental oder United States Championship Match geben würde, oder was weiß ich. Aber es gibt eine Trophäe und ja, das war's. Also, weißt du, ja... Es gibt ja keine richtige Belohnung. Nicht mal einen kleinen Titel, sondern ich würde instant um großen, Alter. Das verliert dann 5 Minuten, ist ja egal, aber einfach irgendwas, ein Number One Contender wenigstens, das draus wird. Aber so eine kackblöde Scheiß-Trophäe interessiert auch doch kein Zuschauer. Nee, interessiert auch nicht. Stimmt das eigentlich, dass der Titel oder der Trophäen, der Gewinner die Trophäe ein Jahr lang mit sich rumschleppen darf? Ja, genau, die muss er dann verteidigen im nächsten Jahr. Also wird das jetzt jährlich stattfinden, oder ja, was? Ja. Was? Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Ja, dann freue ich mich schon auf die Chris Benoit. Warum? Dann kann ich mich auf nächstes Jahr freuen. Chris Benoit Memorial Battle Royale. Wird doch geil. Vor allem, ich verstehe, weißt du, du hast es vor 2 Monaten Royal Rumble und jetzt hat schon wieder ein 30-Mann Battle Royale. Was soll das? Ja. Warum nicht, ne? Kann man machen. Kann man nicht machen. Naja, oder sollte man nicht machen, aber...
Ich denke hier, keine Ahnung, dass wir mal ein bisschen Richtung Ende kommen, dass Rusev da von NXT, der das Ding heute oder macht, er wird debütieren bei WrestleMania. Der holt sich die Trophäe als kleinen Push, wenn man das als Push bezeichnen was darf. Was meinst du? Ja, was, alles andere macht keinen Sinn. Lass, stell ihn gegen Big Show und Mark Henry gegen, als letzte drei Leute und dann hat der Junge wenigstens einen kleinen Push und ja. Alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. Was würde es Big Show bringen, wenn er das Ding gewinnt? Oder Mark Henry? Oder Sheamus? Da Sheamus auch so einer, der da einfach nur da, weggeworfen dann wird. Dann soll es einer gewinnen, der aus NXT gerade kommt, der dann wenigstens mal gleich einen kleinen Push hat. Ich finde das krass, dass ihr das ernsthaft diskutiert. Ne? Ja, was willst du also, sonst dass machen? Ihr so tut, als würdet Vorhin sagst du noch, wir sollen über alles diskutieren. Ja, ne? Aber echt, jetzt beschwerst du dich wieder, Tim. Aber nicht ernsthaft über was diskutieren. Oh Gott, ja, das war nicht so ein Scheiß. Und als ob mich das, als ob das irgendwie jemanden juckt, wenn Rusev da so eine Scheiße gewinnt, wo nur Dreck drinne stand. Und ja, ich glaube auch Dreck, nicht, dass das ein großer Push nur, wäre. Nur Dreck. Weil da steht nichts drinne, was irgendwas kann. Was irgendein Standing hätte oder sonst irgendwas. Und nein, Big Show hat kein Standing. Big Show hat sich schon für alles hingelegt, was einen Namen hat. Ja, irgendwie schon. Mark Henry genauso. Mark Henry hat sich von Brock Lesnar abfrühstücken lassen. Das bringt gar nichts. Das ist so, wie wenn du debütierst und gegen Santino gewinnst. Wow, dann gewinnst du gar nichts. Ja. Das bringt es einfach nicht. Money in the Bank war so viel sinnvoller. Ja, da also eigentlich, das Match überhaupt keinen. Ja, Mahal dreht durch. Voll. Nee, das Match hat einfach überhaupt keinen Sinn. Es interessiert keinen und ja. Ja, was sagen denn unsere Zuschauer? Was sagen unsere Leute? Genau, was sagen die Zuschauer? Schreibt ihr mal in den Kommentaren, was ihr denkt oder wer hier gewinnt. Ihr tut Sheamus leid. Warum tut ihr Sheamus leid? Sheamus ist null interessant. Sheamus gehört nicht in den Main Event. Und ja, Sheamus ist einfach langweilig. Ein zweiter Cena. Also ich sag jetzt ganz klar, mein Tipp ist Jinder Mahal, weil der rockt ja hier alles. Der ist ja der absolute ist Killer hier. Filler-Match. Natürlich ist es ein Filler-Match. Ja, das ist, da kannst du auch dicke nochmal pinkeln gehen. Solange die Diven und das nicht hintereinander läuft, kannst du das locker nutzen. Das läuft hintereinander, pass auf, dann hast du eine halbe, dreiviertel Stunde zum Pissen. Da kannst du erstmal richtig lange pissen. Da kannst du dich erstmal richtig besaufen. Ja, was willst du? Aber das kannst du natürlich machen, damit es erträglicher wird, auch der Rest der Show. Immer wenn einer rausfliegt, trinkst du ein. Also, ne, safe 29, nur in welchem Rhythmus, sag ich mal. Und Sigler wird auch nicht machen. Keine Chance. Wir machen das. Big Show. Big Show oder einer danach rüber. Sheamus ist geil. Was finden die Leute alle an Sheamus? Das weiß ich auch nicht so genau. Sheamus ist so ziemlich das Langweiligste mit Alberto Del Rio, was es gibt und Cena. Also, die sind alle gleich. Ja. Sheamus ist nur der Liebling von Triple H. Da weißt du Bescheid. Ja, und dann weißt du Bescheid, wo du landest. Ja. Ui, was ist das denn? Huch. Wie lange geht diese... Was? Was geht eigentlich bei Jinder Mahal? Jinder Mahal rockt die Bude, Alter! Alter, jetzt will ich auch, dass er das Ding bei WrestleMania gewinnt. Jetzt mögen wir alle Jinder Mahal, oder? Ja, natürlich, Jinder Mahal. Er bricht hier gerade Roman Reigns Rekord, gefühlt. Sehr geil. Und ich muss muss es einfach mal ganz kurz abspielen, weil, Fresh LP hat sich hier gerade, ist hier gerade, geht hier gut ab und da muss ich natürlich, weil es gerade eine Unterstützung bei Amazon war und da ja kein Sound kommt, deswegen jetzt hier nochmal ganz kurz für alle. Chase the Sun, vielen Dank für die Spende! Jawohl, Chase the Sun! Und jetzt nochmal alle! Hey! Vielen lieben Dank für die Unterstützung, Fresh LP. Dankeschön. Jinder Mahal for the main event. Jawohl. So, jawohl. Hashtag Mahal Army. Mahal Army. Hashtag Mahal Army. Jawohl. Nein, er ist. Ja? Nein. Sag es nicht, Kingston hat ihn wirklich eliminiert. Oh mein Gott, es ist passiert. Kofi Kingston auch noch. Und wer ist jetzt drin? Achso. Ich hab gedacht, weil sie alle dö schreien, Fandango sind, aber das war noch Chase the Sun. Das war einfach also, noch Chase the Sun, ja. Was unser Tipp ist für das Match? Keine Ahnung, ich hab keinen Tipp für das Match, ist mir überhaupt egal. Ja, doch, wir müssen ein Tippspiel machen, wer hier gewinnt, ist aber klar. Ein hier gewinnt. Ich muss da ein Tippspiel machen, dann tippe ich Big Show fertig. Tja,
blöd gelaufen. Weil's mich aber auch nicht juckt. Ganz ehrlich, mich juckt Triple H gegen Daniel Bryan, mich juckt Undertaker gegen... Nee, das nicht mal das juckt mich. Und mich juckt der Main Event und das war's. Die restliche Zeit, keine Ahnung, spiel ich Hearthstone nebenher oder so. Das juckt einfach alles gar nicht. Das ja, ist einfach alles schlecht. Ich glaube, darauf wird's bei mir aber auch hinauslaufen. Das ist mit Abstand die schlechteste WrestleMania-Card seit 15 Jahren, glaube ich. Seit WrestleMania 15. Oder seit 18 Jahren, seit WrestleMania 12, wo im Main Event ein Footballspieler stand, nämlich Lawrence Taylor gegen Bam Bigelow. Selbst das war besser. Alter, das war nicht besser. Big Bam Bigelow hat einen Non-Wrestler zu einem einigermaßen guten Match gezogen. Hallo? Nichtsdestotrotz. Wie gesagt, die Card ist halt, da ist nichts drauf, was sich irgendwie lohnt anzugucken, normalerweise. Weißt Cena gegen Bray Wyatt, müssen wir auch nicht drüber reden. Cena wird sich auf der Grand Stage nicht. Ach, jetzt mach doch mal eins nach dem anderen. Aber echt, fang doch nicht gleich an, alles durchzuziehen. Alter, wir kauen das jetzt hier noch bis zum Ende des Royal Rumbles durch. Ja, was? Alles? Da kommt auch nichts in den Kommentaren, ne? Nee, pass auf, und zwar... Ach, das ist ja eigentlich... und zwar geht's um Folgendes. Wenn wenigstens in dieser Battle Royale irgendjemand sein würde, wo man sich sagt, das wäre schön, wenn er das gewinnt, damit man einen Push hat. Aber was juckt mich hier Brad Maddox? Ja, vielleicht, wie man da noch sehen könnte, sag ich mal, vielleicht jetzt von den Leuten Dolph Ziggler, dass man denen sowas gönnen würde. Aber sonst würde ich da auch keinen finden. Ja, aber Push ist das nicht. Weißt du, was richtig nein, nice wäre? Nein, es ist kein Push. Weißt du, was richtig nice gewesen wäre? Wenn du El Generico, Sami Zayn drin gehabt hättest und der hätte die bei WrestleMania gewonnen als Push in den in die Main-Shows. Das wäre ja, nice. Ja, aber das ist doch genau das gleiche wie bei Rusev, was ich sagte. Ach so, Rusev. Ja, aber Rusev interessiert nicht. Ja, ist aber genau das gleiche. Ja, aber der interessiert nicht. Es ist trotzdem genau das gleiche. Jetzt ist Fandango drin. Jetzt ist der Ach du Scheiße. Ja. Also letztendlich, ne, weißt du Bescheid. Ich denke, aber dann haben wir das auch durchgekaut. Ich sag auch Big Show, weil... Keine Ahnung. Weil mir alles andere egal ist. Als, keine Ahnung. Belohnung für die Jahre, keine Ahnung. Oder wenn es Christian machen würde, da würde ich mich drüber freuen. Na, selbst bei Christian. Ja, okay, vielleicht nochmal... Nee, keine Ahnung. Echt, aber, mich interessiert. Der sollte auch einfach gehen, der kriegt nichts mehr bei der WWE. Ja, der soll ja auch seine Karriere beenden und dann Trainer bei NXT werden. Weil er jetzt auch so verletzungsanfällig ist. Naja. Ja. Also einigen wir uns, also Tim und ich sagen Big Show, du sagst, Rusev. Dann haben wir das auch durchgekaut. So, das heißt, alle anderen, die jetzt zum Beispiel gerade noch auf YouTube nachgucken, könnt ihr eure Tipps jetzt auch in die Kommentare schreiben. Ich blende jetzt nur noch den Sieger ein von dieser Battle Royale. Alles andere ist mir ziemlich scheißegal. Vielen Dank. Da haben wir ja, unseren okay. Sieger. Titus O'Neil wird nein. Also die Andre Giant Memorial Battle Ach, Royale gewinnen. Nuff said. Hua, 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 hua.